Moin Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Kurzes Blattschneider-Update. Ja, im Großen und Ganzen geht es denen sehr gut. Sie fressen bzw. schneiden sehr fleißig. Ja, kommen wir jetzt zum, ja, wichtigsten ist es nicht, aber zu dem, was ihr alles sehen, alle gerne sehen wollt. Ihr seid ja schon ganz gespannt. Viele haben mich auch schon angeschrieben und gesagt, so, ey, zeig mal den Pilz endlich und spann uns nicht weiter auf die Folter. Ja, hier ist er. Ich habe mir auch gleich noch ein lustiges Gimmick ausgedacht. Und zwar, ja, sieht er ja so ein bisschen gehirnmäßig aus, der Pilz. Also hat das Pilzbecken jetzt eine Cap aufbekommen. Und umso größer der Pilz nachher wird, wenn er nachher komplett das Becken ausfüllt, sieht es quasi aus, als wäre da ein Gehirn mit einer Cap drauf. Also ich feiere es auf jeden Fall. Könnt ihr ja mal reinfeiern, ob ihr das auch schreibt. Ja, man könnte ja mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr das auch feiert. Ja, und Müllbecken, ja, eigentlich nichts Neues. Ist nicht so viel dazu gekommen. Die haben sich, wie gesagt, eher damit beschäftigt, weiter runter zu graben, erstmal auf dem Boden komplett. Ne, die Königin saß eine ganze Zeit lang oder sitzt auch immer noch, glaube ich, komplett auf dem Acrylboden. Und der Pilz beginnt auch da unten. Das heißt, sie muss ja erstmal ganz viel abtransportiert an Sand. Ja, Luftfeuchtigkeit, Temperatur stimmt auch alles. Also, wie gesagt, ich bin happy, die Kolonie wächst und gedeiht. Ja, und dann würde ich auch schon sagen, war es das schon fast mit dem Update, weil es gibt nur die drei Becken bis jetzt. Ja, aber wie gesagt, es wird ja bald so oder so, muss ich ja erweitern. Und darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Das wird sehr spannend. Da wird ordentlich gebastelt und jo. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und jo, bis die Tage. Peace.